back from the dead. Ja, willkommen zu einer Episode der Fortnite Daily News. Und heute geht es um ein paar Themen, die interessant sind und den einen oder anderen wahrscheinlich auch abschrecken werden von Fortnite. Ich weiß nicht, was da los ist bei Fortnite, aber ja, kommen wir mal zur ersten Sache. Und zwar, ihr kennt ja den Full-Tilt-Emote und zwar diesen Naruto-Emote-Meme, der rausgekommen ist. Und der bringt anscheinend einen Vorteil mit sich und zwar kann man mit dem wohl durch Lamas rennen. Das ist wohl ein Exploit, der gefunden worden ist. Der wird wahrscheinlich gepatcht werden in nächster Zeit. Aber ist schon crazy, dass ein Emote dir einen Vorteil erweist. Das hatten wir ja öfter schon mal. Wir hatten das mit dem Deep Depp beispielsweise, bei dem man dann, selbst wenn die Animation noch nicht komplett beendet worden ist, schießen konnte. Und ja, man somit hinter einem Fenster sozusagen, beziehungsweise hinter einer Absperrung sozusagen sich ducken konnte und trotzdem schießen konnte, was richtig weird war. Das ist mittlerweile rausgepatcht worden, aber das mit dem Naruto-Emote ist halt heute noch drin. Ich bin gespannt, ich denke mal dann morgen, spätestens übermorgen sehen wir das große Update, wo es dann übrigens auch große Leaks geben wird, bedeutet, dass wir dann Story-Leaks haben und wissen, was genau passieren wird, denn die Rakete ist fertig. Ihr wisst Bescheid, es ist nicht mehr so lange Zeit und da wird einiges passieren. Also dicke Spoilerwarnung auf jeden Fall für morgen, da wird einiges gespoilert werden. So, und dann gibt es interessante News für alle Iconic-Besitzer beziehungsweise für alle Galaxy-Phone-Besitzer, Samsung-Besitzer. Der gute Skin hier, der Glow-Skin, wird tatsächlich, wie schon gedacht, ein Skin werden, der exklusiv werden wird für alle Besitzer von Samsung-Phones beziehungsweise Tablets. Und zwar wird das Ganze ab dem 27. ersetzt werden vom Iconic-Skin hin zum Glow-Skin. Dazu gibt es hier die Infos. Und zwar am 27. September wird der Iconic Skin nicht mehr available sein und wird ersetzt mit dem Glow Skin. Das heißt tatsächlich, wenn ihr, ich sag mal, ein Galaxy Note 10 in dem Beispiel habt, hier seht ihr nochmal schön aufgelistet die folgenden Geräte, die alle dabei sind, Tablets und auch Handys. Wenn ihr einen von diesen Handys habt und habt noch nicht euren Skin eingelöst, dann ab dem 27. bekommt ihr den Glow Skin. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall, dass das so eine Art ja, Replacement ist und nicht irgendwie, ich sag mal, die bringen ein neues Handy raus und dafür kriegt ihr dann den neuen Skin, sondern das ist tatsächlich ein Replacement. Sehr interessant auf jeden Fall. Das heißt also, ich weiß nicht, ob die alte Methode weiterhin funktioniert. Ihr geht in den Store und ja, aktiviert sozusagen dann den Glow-Skin. Ich weiß nicht, ob sowas dann weiterhin funktioniert. Das machen ja viele Leute. Aber ja, für alle die sich jetzt ein Handy bestellt haben, vielleicht in letzter Zeit, vielleicht ein Note, vielleicht ein S10 oder so, wartet vielleicht, wenn ihr lieber den Glow-Skin haben möchtet, statt den Iconic-Skin. Denn ab dem 27. September, dann schätzungsweise ab dem 28. dann instant, wird dann lieber einen Tag warten, um auf Nummer sicher zu gehen, bekommt ihr dann den Glow-Skin. Also sehr interessante News auf jeden Fall. Ja, dann gestern im Stream schon drüber geredet, gibt es ein neues Bundle, ein neues Xbox-Bundle, was ihr bekommen könnt, wenn ihr die Xbox One kauft. Und zwar wird es dann das hier geben, den Rogue Spider Knight in der weißen und der grünen Version mit dem Schild, mit 2000 V-Bucks und Challenges passend dazu. Also sehr interessant, das heißt also Spider Knight in anderen Farben. Das macht Xbox ja gerne. Wir hatten das ja öfter schon gesehen, dass da irgendwelche Skins generell irgendwie rauskommen, die immer irgendwie nur anders gepainted sind oder so. Hier habt ihr jetzt wieder ein neues Bundle. Also wer jetzt noch eine Konsole kaufen will, also ich würde nicht dazu raten, jetzt nochmal eine Konsole zu kaufen. Ich glaube, Ende 2020, Mitte 2020 werden wir dann schon die neuen sehen. Aber wenn ihr jetzt nochmal gerne Geld ausgeben möchtet für eine Konsole, die schon ein paar Jahre alt ist, dann macht das gerne. Nur für einen Skin bin ich mir nicht so sicher, ob ich das machen würde. Aber ja, hier habt ihr auf jeden Fall die Info. So, hier nochmal ein paar Infos, wann tatsächlich die Season endet, denn wir bekommen mal Overtime-Challenges. Ich glaube, der ein oder andere hat von euch da schon was drüber gehört. Das heißt also wieder die Möglichkeit, nochmal ein paar Challenges zu machen, ob man dadurch den neuen Battle Pass verdienen kann. Das ist noch nicht ganz sicher. Ich denke aber eher nicht, das hatten wir in den letzten Seasons nicht. Auf jeden Fall, am 6.10. wird das wohl displayed werden sozusagen, dass die Season zu Ende ist. Allerdings am 10.10. soll es dann wohl wirklich zu Ende sein. Das heißt also, ist noch ein bisschen Raum da für Overtime-Challenges, die dann wohl kommen werden. Ja, hier nochmal ein Bild, wie das Ganze dann in-game aussehen wird, wenn die Overtime-Challenges da sind. Ihr seht schon, da gibt es so einige Sachen, die ihr freischalten könnt. Die ersten drei Skins könnt ihr da oben schon sehen, sind auch direkt bei den Challenges mit abgebildet. Das heißt also neue Varianten für neue Skins. So, und dann zum Ende die größten Neuigkeiten. Und zwar werden Bots den Einzug finden ins Spiel tatsächlich. Da gibt es ein interessantes Video zu von Hypex, der schon mal gezeigt hat, wie das bei Season 8 aussah. Also wie 90s gebaut worden sind von Bots. Also tatsächlich, Bots kommen ins Spiel. Kein Scheiß, Bots kommen tatsächlich ins Spiel, um die Playlisten aufzufüllen. Richtig crazy. Aber ich zeige euch jetzt mal das Video. So, hier haben wir das Video von Hypex, wo gezeigt wird, dass tatsächlich ein 90s-bauender Bot aus Season 8 da ist. Schaut euch das mal an. Sieht natürlich ein bisschen weird aus, wie er das baut, ne? So mit direkten Movements. Aber ihr seht, er kann 90s bauen und das wird richtig crazy werden. Ich bin gespannt, was die Bots jetzt drauf haben mittlerweile. Und wir werden die auf jeden Fall sehen dann, ich denke, in der nächsten Season.
Und dann erwartet auf jeden Fall krasse Bots, die auf jeden Fall 90s bauen können. Also falls ihr noch keine 90s könnt und nicht so oft Fortnite spielt, die Bots sind euch jetzt überlegen. Also das war's mit dem Video für heute. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, was ihr von den ganzen Themen haltet. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall, muss ich sagen. Viele krasse Themen dabei. Viele neue Skins, neue Bundles. Übrigens, wer das letzte Skin-Video noch nicht gesehen hat, einfach unten auf Weiterklicken. Dürfte in der Playliste sein. Ansonsten einfach mein letztes News-Video anschauen. Und da dürftet ihr das auch sehen. Da sind die ganzen geleakten Sachen, die wir dann hier in der nächsten Zeit sehen werden. Denn ab morgen ist das große Update wieder, beziehungsweise ein neues großes Update, mit dem wir auch einige, wie gesagt, große geleakte Spoiler-Sachen bekommen werden, die natürlich auch in meinen News gezeigt werden. Das heißt also, da werde ich aber nochmal extra darauf hinweisen, mein News-Video braucht keine Angst, dann könnt ihr ruhig einschalten. Ich werde die dann immer so gegen Ende machen und dann nochmal eine dicke Spoilerwarnung raushauen. Also ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was kommen wird. Ihr könnt ja gerne mal eure Theorien unten reinschreiben. Wird crazy werden auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Season 11 muss es reißen, ansonsten ist Fortnite so ein bisschen tot für mich. Also ich hoffe, dass was wird. Wie gesagt, wenn ihr das Video cool fandet, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da, unterstützt mich gerne mit dem Creator-Code, wenn es Snipes. Und dann hören wir uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.